Hallo YouTube, herzlich willkommen. Ist die Kata verärgert, weil sich die Inquisition für die Magier entschieden hat und nicht für die Templer? Zu einem weiteren Part von Dragon Age Inquisition mit ein paar kleinen Mods. Ja, gut. Ich habe ja gesagt, ich möchte gerne noch mal in die Hinterlande, also ein paar... Achso, nee, du bist hier. Ich wollte eigentlich mit dir... Trotzdem kommen wir nochmal mit allen kurz quatschen, anquatschen. Vor allen Dingen Solas. Wir wollen ja eine Beziehung mit Solas eingehen. Hi. Wir haben also die Magier gewonnen. Grandios. Sie müssten in der Lage sein, die Bresche zu schließen. Seid ihr sicher, dass ihr durch die Zeit gereist seid? Könnte es nicht auch eine Illusion gewesen sein? Ein Trick des Nichts? Dorian war sich sicher, so unmöglich es auch zu sein scheint. Was für eine bemerkenswerte Gabe. Es ist wichtig, dass die Inquisition siegt, um die Zukunft abzuwenden, die ihr gesehen habt. So viele sind gefallen. Noch mehr wurden verdorben. Zu wissen, was passiert, wenn wir scheitern... Das sollten wir nicht. Apropos, ihr solltet euch bereit machen. Wofür? Diesen Ältesten. Ihr habt seine Pläne nun schon zweimal durchkreuzt. Einmal im Tempel der Heiligen Asche und jetzt in Redcliffe. Ein Wesen, das nach Göttlichkeit strebt, wird einen solchen Affront wohl kaum hinnehmen. Okay. Ja. Nein, wir machen nicht, es möge brennen. Ich rede noch kurz mit ihm. Die aufständischen Magier schließen sich der Inquisition an. Ich muss zugeben, mit dieser Wendung hatte ich nicht gerechnet. Eine Sache, die ihr in der Zukunft gesehen habt, macht mir Sorgen. Ich meine, es war alles übel. Aber rotes Lyrium in Ferelden, das Leute befällt und aus ihnen herauswächst, das ist schrecklich. Dass es noch mehr von dem Zeug gibt, reißt ein ziemliches Loch in meine Theorie, dass im Tempel nur rein zufällig rotes Lyrium herumlag. Wir dürfen nicht ein Stück dieses Lyriums in der Wildnis zurücklassen. Da bin ich ganz eurer Meinung. Ich habe ein paar Leute beauftragt, herauszufinden, woher dieses rote Zeug kommt. Vielleicht sollten wir uns auf diese Frage konzentrieren. Aber jetzt ist erstmal Schluss mit der Schwarzmalerei. Ihr habt gerade einen großen Sieg für die Inquisition errungen. Wie wollt ihr ihn feiern? Ich hatte vor, die Beine hochzulegen und ein Nickerchen zu machen. Und ihr? Egal, was ich tue, es wird möglichst weit weg von Cassandra sein. Ich glaube nicht, dass in der nächsten Stunde viel passieren wird. Ihr solltet diesen Moment der Ruhe genießen. Und falls in der Zwischenzeit die Welt untergeht, lässt es uns die Sucherin bestimmt wissen. Jo. Nickerchen machen wäre... eine gute Idee. Ich bin gerade überlegen, ja, wir gehen nochmal da rein... wird halt immer angezeigt. Man kriegt ja eigentlich noch ein paar... es möge brennen, dein Herz? Nein. Käfigbeschaffung, Hinterlande. Da habe ich aber viel mit zwei. Sturmküste waren wir auch noch nicht großartig. So, ich würde gerne die Hinterlande besuchen. Und zwar haben wir da ein Schloss. Ja. Wir nehmen mit Dorian. Dann nehmen wir mit Schmaxolus. Und... Cassandra. Bestätigen. Und los geht's. Wir wollen ja nur da die Schlösser knacken, deswegen. Ist eigentlich egal, mit wem wir da jetzt gehen. Krieger und Schurken gewinnen durch Ausdauer. Simmels Zorn.
Gut. Ja, es tut mir leid, wenn ich die letzten Part ein bisschen leise war. Ich habe mal ein bisschen gewurstelt, damit ich lauter bin. Gut. Es ist schwarz, der Bildschirm. Ja, es gab hier einige Schlösser zu knacken. In Redcliffe auch, wenn ich mich erinnere, waren da 2-3 Häuser. Wir gucken jetzt, dass wir alle Schlösser hier geknackt bekommen. Ich dachte eventuell, dass wir eine... Quest von Will bekommen. Aber vielleicht kriegen wir die auch noch am Kartentisch. Das wäre gut möglich. Okay. Schauen wir mal, was wir da drin finden. Hier, was haben wir Schönes? Schwere Wächterrüstung. Wieso ist denn mein Inventar voll? Was hast du denn jetzt für einen Stab? Magiestab des Feuers. Nee, das ist Elektrizität. Der geht erst ab Stufe 11. Den Stab zerstören wir. Das auch. Kindesrobber Hauptmanns. Ich habe den Bullen jetzt nicht mit. Halten wir mal noch. So, gucken wir uns mal die Rüstung an. Und vielleicht ist das ja was für Cassandra. Plus 3 verteilt in Nacker. Ja, ist eigentlich für einen Wächter. Aber ich habe keinen Wächter jetzt dabei. Schlechter, vielleicht können wir die Dingens geben. Du, den hast du eigentlich? Nein, du hast gar nicht. So. Und Accessoires? Huch, Dorian, hast du schon? Hast du auch nicht? Doch, du hast. Plus 5 Regenerationszeitmodifikator.
Ja, hier. Okay. Dann schauen wir mal auf die Karte. Wo gab es noch Schlösser? Hier gab es keine mehr. Hier gibt es zwei. Okay. Mal sehen, ob hier irgendwas zu finden ist. Mhm. Ja, Sir. Ein Grauschnaps-Ritual war ein Konskriptionsbier. Schön. Oh, schön fest. So, Bianca, Meisterhafen, verzierter Griff. Weg. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Hast du schon gehört? Die Inquisition hat sich diese aufständischen Templer vorgeknüpft. Sie wurden entweder vertrieben oder getötet. Na also. Nicht mal, dass ich es aussprach, richtig. Würdest du mich wirklich so sehr hassen, wenn ich... Gepriesen sei die Inquisition. Jo. Mal, was wir hier finden. Was zum Plündern. Nichts berührter Siegel des Tusket. Dann haben wir hier was zum Lesen. Lyrium. Lyrium ist der König der Metalle. Es sinkt unter unseren Füßen, wird es auf korrekte Weise aufbereitet, verwandelt es sich in ein gleichmäßiges, leicht schillerndes, silbrige Flüssigkeit. Sehr schön. Wir haben das, haben wir. So, wir reisen wieder zurück. Ja. Es tut mir leid, es ist ein bisschen hin und her reisen, aber ich dachte, das wäre noch important. Ich muss ein paar Sachen jetzt verkaufen. Ich habe noch nicht rausbekommen, wie ich das mit dem Bianca-Bogen mache. Das ist noch, Guten Tag. Für mich ein großes Rätsel. Könnt ihr das bis Mitte der Woche bewerkstelligen? Ich möchte gerne verkaufen. So. Braucht es Thren bis dahin? Quartiermeisterin Thren ist sich bewusst, dass... Wieso kann ich nicht... Die Waffe von... Schon gut, Mitte der Woche. Sag's Ren, sie schuldet mir was. Wieso kann ich die Waffe nicht verbessern? Meisterhafte Wellenklinge. Krumm durch Klingenbogen. Okay.
Aber ich meine, das hätten wir schon mal gemacht. Was halt nochmal. Okay, machen wir. Und hier. Kritische Trefferchance. 11, 7, 7, 14. Aber wieso kann ich jetzt die Waffe nicht von ihm modifizieren? Falls ihr etwas braucht, lasst es mich wissen. Wiedersehen. Als dann. Hier. Hallo. Eimer Bauer, seht euch das an. Sie ist viel leichter zu ignorieren, wenn man weit davon entfernt ist. Dass ihr da tatsächlich rausspaziert seid. Dass ihr ihr so nahe wart. Wenn mich nicht Soldaten der Inquisition gerettet hätten, weiß ich nicht, was geschehen wäre. Soldaten der Inquisition? Da habe ich etwas anderes gehört. Die Bresche, der Tod der Göttlichen, die Wächter. Das alles ergibt keinen Sinn. Es gibt so vieles, das wir nicht wissen. Eure Erfahrungen mit den Wächtern werden uns zweifellos nützlich sein. Vor allem die Verträge nehme ich an. Alte Pergamente, die ihr gern haben könnt. Aber was ist mit euch? Wie passt ihr in all das hinein? Ich will einfach nur helfen, den Krieg zu beenden. Ich will, dass alles wieder in Ordnung kommt. Ein ehrenwertes Ziel, das ich mit Freuden unterstütze. Was mich angeht, so bin ich schon zufrieden, wenn wir die Bastarde finden, die die Göttliche ermordet haben. Sie schulden uns Antworten. Ja, die schulden uns Antworten. Also ich verstehe das noch nicht. Mit, ja, wir können auch nichts Gutes herstellen. Blablabla. Dann ein andermal. Ja. Ich habe Gerüchte gehört, dass es in dieser Gegend überall verlassene Lager der Wächter geben soll. Wenn wir Zeit dafür haben, würde ich mir das gern einmal ansehen. Vielleicht finden wir auch noch irgendetwas Brauchbares. Lasst uns über die grauen Wächter reden. Ihr müsst viel über sie wissen. Ah, die Wächter also. Ich fürchte, wir sind weitaus weniger spannend, als es den Anschein hat. Ihr hattet schon eine ganze Weile keinen Kontakt mit anderen Wächtern. Warum wart ihr allein unterwegs? So habe ich es schon immer gehalten. Für Rekrutierungen braucht es nur einen Mann. Abgesehen davon war ich schon immer ein Einzelgänger. Das ist für alle das Beste. Ihr habt also keine Ahnung, wo die anderen Wächter sind? Findet ihr das ungewöhnlich? Die Verderbnis ist vorbei. Wir brauchen kein stehendes Heer. Und unsere Befehle ändern sich auch nicht unbedingt täglich. Im Prinzip waren sie während der letzten 1000 Jahre dieselben. Dunkle Brut aufspüren, dunkle Brut erschlagen. Bei Bedarf Bericht erstatten. Lasst uns diese Unterhaltung ein andermal fortsetzen. Wie ihr wünscht. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Okay. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung.
Magieschaden minus 50% Angriff. Plus 100 maximale Gesundheit minus 100% Rüstungsfähigkeit. Landaris-Siegel oder Siegel des Tusket? Was nehme ich denn? Über Rüstungswert. Minus 100% Rüstungswert. Plus 100% Giftschaden. Okay. Sehr schön. Ja, ne? Aber ich verstehe es noch nicht mit dem Waffen. Wieso kann ich nicht von dann ein andermal ihm die Waffe machen? Egal. Ich guck mal auf die Karte. Hier ist noch was. Sonderlieferung. Achso. Ja. Wir gehen jetzt mal rein. Wir werden die Hauptquest noch nicht machen. Ich denke, wir machen noch was anderes vorher, weil seid gegrüßt. Den großen Kampf, wo dafür schon bereit sind, ich weiß es nicht, da wäre ich lieber noch eine Stufe höher. Aber naja, wollen wir mal schauen. Deine Verzauberin Vivienne lässt es sich gut. Ach ja, Vivienne können wir auch mal Hallo sagen. Hi. Wenn Fiona und ihre Unzufriedenen unsere Verbündeten werden, müssen wir vorbereitet sein. Wir werden es mit Abscheulichkeiten zu tun bekommen. Colin hat nicht genügend Templer, um etwaige Zwischenfälle meistern zu können. Wir müssen einige der gewöhnlichen Soldaten ausbilden. Wir werden mit den Magiern schon fertig. Es gibt keinen Bedarf an Templern. Meine Liebe, hat auch nur einer dieser Männer je zuvor einer Abscheulichkeit gegenübergestanden? Oder ihr vielleicht? Der Schleier ist zerrissen und die ungebändigte Macht des Nichts strömt heraus wie Fluten durch einen geborstenen Damm. Dadurch wird es an den üblichen Orten, an denen der Schleier dünn ist, deutlich wahrscheinlicher, dass durch Magie Dämonen angelockt werden. Und wenn die Dämonen unsere Welt betreten können, ohne durch Blutmagie beschworen worden zu sein, wie sicher sind dann wohl unsere Verbündeten? Es gab nie zuvor eine größere Bedrohung für die Magier als diese Bresche. Solange sie nicht geschlossen wurde, ist niemand sicher. Wenn ihr sagt, dass Magier eine Gefahr darstellen, schließt das dann auch euch mit ein? Selbstverständlich, meine Liebe. Jeder Magier, der sich unserer Sache anschließt, geht ein gewisses Risiko ein. Ob er es nun weiß oder nicht. Magie ist gefährlich, ebenso wie Feuer gefährlich ist. Jeder, der diese Wahrheit vergisst, wird sich verbrennen. Ihr habt recht, aber die Templer sind eine schlechte Lösung. Sie sind Menschen und Menschen haben Fehler. Dass einige von ihnen scheitern, heißt nicht, dass niemand es versuchen sollte. Tatsache bleibt, dass es für eine Abscheulichkeit keine andere Heilung als den Tod gibt. Irgendjemand muss ihr den Todesstoß versetzen. Und wer, wenn nicht ein Templer, sollte die Klinge führen? Ja. Verratet mir etwas, meine Liebe. Da ihr zweifelsohne an ihrer Gestaltung beteiligt sein werdet, welche Zukunft seht ihr für die Magier? Ich bin schon dafür, dass es Zirkel geben sollte, aber nicht unter Zwang. Dass es eher wie so eine Schule ist, wo sie untergebracht werden können. Aber wiederum, wenn alles vorbei ist, ist ja die Gefahr nicht mehr da, dass sie von Dämonen besessen werden. Oder ich verstehe das alles nicht. Aber auf eine gewisse Art und Weise wäre ich schon für einen Zirkel. Aber die Freiheit wäre auch nicht schlecht. Die Kirche muss sie annehmen. Ach, lass mal die Kirche in Ruhe. Die hat eigene Probleme jetzt, die Kirche. Ja, ich würde sagen, Zirkel wäre nicht schlecht.
Wenn wir den Frieden bewahren wollen, muss der Zirkel wieder aufgebaut werden. Es freut mich, das zu hören. Aber ihr werdet selbst bei Freunden auf Widerstand gegen diese Idee stoßen. Ich schätze, wir haben so einiges, worüber wir nachdenken sollten, meine Liebe. Ja, ich denke, Solas und Kokage werden dagegen sein. Aber... Die Inquisition weiß eure Unterstützung in dieser Angelegenheit zu schätzen, Lady Coppin. Und meine Arbeiter schätzen die Zusammenarbeit mit euch. Ihr bekommt euer Lyrium Ende der Woche. Allerdings, werte Botschafterin, war die Kirche ziemlich verärgert, als sie von unserer Übereinkunft erfuhr. Die Inquisition scheint den obersten Klerikerinnen wirklich ein Dorn im Auge zu sein. Okay, wir gucken mal auf den Kartentisch. Ja. Und zwar hier, die Scherben untersuchen. Wir könnten da hinreisen. Ich würde das gerne machen. Hat Cassandra mit euch über meine neuen Rekruten gesprochen? Sie sind nicht eure Rekruten, Kommandant, sondern unsere. Ausdruck aus Rektors Berichten. Kennt ihr diese Zeichen? Ein auf dem Kopf stehendes Dreieck mit zwei Wellenlinien, die es durchkreuzen. Ein Speer hat diese gerade Zeichnung auf einer eingestützten Mauer in der Nähe eines unserer Vorposten entdeckt. Eine flüchtige Überprüfung des Zeichens hat nichts ergeben. Die Archivare sind immer noch auf der Suche. Agent meint, sie hätte das Zeichen oder etwas sehr Ähnliches schon einmal in einem Hauptbuch der Comtesse de Bayard gesehen. Wir haben eure Befehle ausgefüllt. Fast alle unsere Vorposten wurden auf diese Weise markiert. Sieht so aus, als würden wir beobachtet. Warum wissen wir nicht? Wie wäre es mit einem Vorposten als Köder, der in der Nähe einer Handelsroute liegt und genau beobachtet wird? Sobald jemand seine Kreide zückt, schlagen wir zu. Ja, das... Dann wollen wir doch mal sehen. Okay, was haben wir hier? Oberstklerikerin Iona. Wenn die Kirche vordergründig mit der Inquisition verbündet ist, hat sich eine Klerikerin als Anführerin derjenigen hervorgetan, die sie ablehnen. Die oberste Klerikerin Iona aus Cumberland hat diese unzufrieden in aller Stille um sich geschart, wodurch sie nun gute Aussichten hat, die neue Göttliche zu werden. Sollte sie erfolgreich sein, könnte dies das Wiederaufflammen einer breiten Ablehnung der Inquisition bedeuten. Und somit auch eine Gefahr für den Herold Andraste. Wartet mal. Ich würde gerne mal zurück. Bericht auf den... Wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Ein uraltes Gewölbe, das unter der dichten Vegetation der Insel begraben war. Seit 1000 Jahren. Völlig unberührt. Es war nicht leicht, das Gewölbe zu öffnen, ohne die Fallen auszulösen. Was wir darin fanden, war interessant. Ein Spion namens Ryan oder Rio berichtet, dass dieses Gewölbe der Rückzugsort eines der letzten Jünger Andrastes war. Eines Wächters, der vor irgendeinem Angriff auf den Ort der heiligen Asche floh. Er erwartete Jünger, doch sie trafen nie ein. Welche Texte der Mann auch schützen wollte, sie sind zum Großteil zu Staub zerfallen. Wir konnten jedoch einige andere Artefakte bergen. Es ist ein bedeutender Fund, der ohne Zweifel von großem Interesse für Gelehrte der Kirche ist, auch wenn sie Jahre brauchen werden, um alles zu sichten, verbessert der Gürtel der Eile. Bericht. Unsere Soldaten benutzen jetzt die Straße aus dem Pfahlbruch und sind euch überaus dankbar dafür, dass ihnen somit der Marsch durch das Frostgipfelgebirge erspart bleibt. Unsere Heiler scheinen darüber ebenfalls glücklich zu sein. Gut. Soldaten retten die in den Ferien verschwunden. Abgeschlossen. Ein Verbündeter aus Starkhaven. Eine Anfrage aus Hamsal beantworten. Ein Verbündeter aus Starkhaven.
Die Inquisition hat folgendes Schreiben aus Starkhaven erhalten. Herzlichste Grüße. Ich bin Sebastian Vale, der einzige Erbe der Vale-Prinzen von Starkhaven. Ich holte mir den Thron dieser großartigen Stadt kürzlich von Elementen zurück, die ihn mit unlauteren Mitteln an sich reißen wollten. Als treuer Anhänger der Kirche ging mir der Verlust der göttlichen Justinia der Fünften sehr nah. Auch ich hoffte auf eine Lösung dieses schrecklichen Konfliktes, den Kirkwall hunderte Leben kostete. Und nun droht auf ganz Tedas überzugreifen. Ich reiche euch und der Inquisition Starkhavens Hand in aufrichtiger Freundschaft. Gemeinsam werden wir das Unrecht bekämpfen, das unsere Welt befallen hat. Prinz Sebastian Vale. Ich werde Gesandte entsenden. Die Stadt in den freien Marschen waren zwar immer unabhängig, aber die Unterstützung der Wohlhabendsten unter ihnen kann nicht schaden. Wir stehen euch zu Diensten. Mach mal. Die Bemühungen der Inquisition, die Risse ins Nichts zu schließen, haben verschiedene Regionen von Tedas stabilisiert. Einige Dämonen sind allerdings zurückgeblieben. Die Inquisition hat einige Gesuche erhalten, sie dieses Problem anzunehmen. Ja, Kalle, dann mach du das. Nun denn. Okay. Und wir werden jetzt mal hier hinreisen. Abgeschlossen. Ja. Wir werden dorthin reisen, weil wir haben ja einige Scherben, die wir mitnehmen können. Ich würde gerne mal den Bullen auch mitnehmen. Und Dorian. So. Und dann schauen wir mal, weil in dem Gebiet kann man die Scherben eintauschen. Wir haben ja die Hinterlande schon einige Scherben. Mal sehen, was es da für Belohnungen gibt. Vielleicht helfen uns die Belohnungen in diesem großen Kampf, den wir nachher führen. Also im nächsten Part, denke ich, wird das dann gemacht. Ich trinke mal einen Schluck, meine Stimme. Ja, ich bin seit Wochen bin ich krank. Ich weiß auch nicht, was los ist. Das ist so hartnäckig bei mir. Okay, ich gebe zu, ich nehme auch keine Medikamente. Außer Kopfschmerztabletten. Ja, und ab und zu mal so ein... Ach, so ein heiße... Wie heißt das? Mein Kopf ist schon wieder spät. Heißes Getränk hier. Erkältungsgetränk, so ein heißes. Ja, ich hatte nicht viel von Medikamenten. Ich habe in den letzten anderthalb Jahren genug geschluckt. Cortison, Morphin, alles Mögliche, es reicht. Ja. Genug. So, los jetzt. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen wegen neues Gebiet, ja. Aber ich würde verstehen, dass es so lang, dass es so lange dauert, wenn ich irgendwie grafische Mods eingebaut habe, aber ich habe ja nicht. Nur die Gefährten sind ummodelliert sozusagen. Ich habe auch keine Reshade drin oder so, weil ich finde, das Spiel ist so schön genug. Es ist wirklich mit eins der Spiele vom Grafischen her sehr schön. Dafür, dass es schon 11 Jahre alt ist. 2013 kam es, glaube ich, raus. Ja. Kam es 2013 raus? Ich will mich da jetzt nicht festlegen. Kann möglich sein. Ich weiß es nicht. Oder 2015. Nee, 2015 kam Witcher. Ja. Wollt ihr zur Oase? Sie ist in jedem Fall einen Besuch wert. Sie und der Tempel liegen tiefer in der Wüste.
Konntet ihr mehr über den Tempel in Erfahrung bringen? Ganz ehrlich, mir gefällt die Atmosphäre dort nicht. Und so geht es allen. Wieso? Keine Ahnung. Das ist nur so ein Gefühl. Sollte ich sonst noch etwas wissen? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Eine Bergbaugesellschaft aus Val-Formar hat hier mal geschürft. Aber als sich die Verhältnisse änderten, hat sie ihre Zelte abgebrochen. Seltsamerweise haben sie den Tempel auf keiner ihrer Karten markiert. Okay. So, ich guck mal eben den Charakter. Ich hab nichts. Da wolle auch nicht. Okay, Inventar. Dorian, der eiserne Bulle. Können wir jetzt mal gucken. Ja, hier. Das kann weg. Scherbenschild auch weg. Weg. Könnten wir ja verkaufen. Okay. Ach, ist das... Wieso? Ist das ein Einhänder? Nö. Echt jetzt? Verdammt, ich hab es gebaut. Bulle. Behalte dein Ding. Ach, Menno. Nee, du bist ein Zweihänder. Rüstung, haben wir was für dich? Ja. Plus 6 muss auf kritischen Schaden, plus 3 Angriff, plus 2 Willenskraft. Solus, du bist... Ja, du bist okay. Gut. Und du? Es gibt Neuigkeiten, Sir. Aha, lass hören. Setzt mich ins Bild. Könnte uns helfen. Okay, zeig mal. Tränke. Oh. Auffüllen. Ah ja. Zero kann 6. Die ersten 3 Treffer gibt es ja. Mhm. Nee, er soll sich auch regenerieren können. Gut. Neuer Ort. Hier, ne? Ja, haben wir noch nichts. Schau mal auf die Karte. Geh mal dahin. Ihr Lieben, aber das machen wir erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentar, Tipps und Tricks immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dahin. Adios.